Willkommen zurück. Let's play Nier Automata. Immer noch in diesem lustigen Spielzeugparadies mit lustigen Robotern, die irgendwie gar nicht so lustig wirken. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor denen. Und was ist das? Fuck? What the hell? Our records don't say anything about a machine like Genau. this. What the hell? Da ist mein Freund draufgegangen. Okay, muss das so? Wo, 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 wo? Kommt man nicht mit solchen Faxen hier? Nee. Okay, alles klar, hab's verstanden. Hab ich's verstanden? Bin mir noch nicht so sicher. Ja, okay, wird schon. Wenn ich nicht gerade den Button nicht finde. Okay, alles ist gut, alles ist gut. Ich bin nur leicht excited. Und was soll das jetzt? Warum zum Henker ist die Kamera so miserabel? Ach komm. Das war ja Witz, wo mal eine richtig lächerliche Kameraführung an der Stelle. Okay, sie haut lieber ab. Ist mir völlig in Ordnung. Soll ich ihr folgen? Will die, dass ich ihr folge? Starte Hacken. What the fuck? Ach so. Okay. It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. To be. Look like corpses. What the hell? Are we seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think. 2B, I'm detecting black box signals. They are dead. They've been turned into weapons. All right, this ends now. Erstmal die inneren platt machen. So. Okay. Puh.
Wo kommt denn das auf einmal her? Ah, okay, verstehe. Immer wenn ich in diese komische Wellen reinlaufe, kommt so ein komisches Hacking-Programm. Also muss ich schauen, dass ich diese Hacking-Viecher nach Möglichkeit besiege. Smack. Wuppa. Ach, komm. So, schnell nochmal Gegenstand nutzen. Mittlere Erholung passt. So, ich versuche mal hier oben die Viecher auch noch mal irgendwie loszuwerden. Ach komm. Moment. Kann's nicht machen. So, einfach drauf da, hackt die Olle kaputt. Das sieht nach unseren Moves aus. So, hier lebt doch, steht doch schon wieder so ein hässliches Ding. Genau die Dinger meine ich. Einfach mal näher dran. In der Hoffnung, dass das was bringt. Was macht dieses Psycho-Ding denn da jetzt? Ist ja fast wie aus Alien, das Ding. Laser! Smack. So, gib ihm.
Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Huh. Das klingt doch mal nett. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Das ist uncool. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber zumindest gibt es hier nochmal ein paar Gegenstände. Das ist auf jeden Fall etwas. So, dann mal hier raus. Haben wir hier noch irgendwas? Links, rechts, irgendwelche Kisten? Nee. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Der Raum sieht mir irgendwie ein bisschen zu verdächtig aus. Aber scheinbar ist hier nichts weiter. Ich guck mal hier lang. Vielleicht findet man hier noch irgendwas. Ah, was haben wir denn hier? Können wir irgendwas aufmachen? Kommen wir denn da hin? Fahren wir jetzt hoch? Nee, wir fahren runter. Okay, sehr interessant. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier unten finden. Hier liegt jemand. Aber hier liegt jemand? Bergen wir mal. Frag mich, was hier... Nanu? Da ist eine Kiste, aber die kriegen wir nicht auf. Toll! Weg warum sonst? Oh, wait. Hier lag irgendwas versteckt. Ausweichdistanz plus erhalten. Jetzt haben wir hier noch eine Leiche. Komm, bergen wir auch. Moment, Todesheilung? Ich glaube fast, das ist eine Fähigkeit oder irgendein Ding, was wir bekommen, wenn wir hier irgendeinen Gegner killen. Dann bekommen wir wahrscheinlich ein bisschen Lebenspunkte zurück durch den Kill eines Gegners. Das gucke ich mir. Ups. Ne, das war aber gerade richtig. Das gucke ich mir nochmal an. Fertigkeiten, Plug-in-Chips, anpassen, Unterstützung, wo haben wir es denn? Das müsste wahrscheinlich ein bisschen weiter unten, Autogegenstand, nee, verdiente Erfahrung plus 2, das ist cool, kostet aber 9, Fundrate plus 1, Bewegungstempo, nee, das war es nicht, Verteidigung vielleicht, nö. Angriff, Waffenhieb plus 2% ist aber schon angelegt. Rip. Sehr seltsam. Ich war der Meinung, dass das irgendwas lief. Oder ist es irgendwie so ein Item oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Egal. Hier scheinen wir erstmal durch zu sein. Für den Teil. Hm, noch ein Satz edle Ohrringe. Dann können wir hier jetzt erst einmal scheinbar wieder raus. Okay. Das waren doch keine Gegner.
okay. This thing is awfully verbose for a machine. Okay, das klingt ja interessant. Ja, wir kommen zu eurem Dorf. Still, we should at least head over there and gather data, right? Ah, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Hier diese Tür. Ja, okay. Und jetzt ergibt hier auch dieser rote Punkt einen Sinn. Is this the music box she was looking for? Man, this thing is all rusted over. Look, a corpse. You think the box belonged to her? Poor girl died a long time ago by the looks of it. Let's bring this back to her friend. Das klingt gut. So, eine Sidequest abgeschlossen und einmal hoch da. Höp, höp. Hier wird dann vermutlich... Ah, da ist er ja. Der Weg, den wir das letzte Mal nicht gehen oder vorhin nicht gehen konnten. Jetzt ist er soweit. Ist ja richtig freundlich hier. Ich glaube, die Viecher bauen sich hier seine... irgendwie so ein bisschen ihre eigene Zivilisation auf. Ganz interessant. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space after all. Huh. Das ist auch falsch. Wenn die von hier aus Sachen zum Mond schicken, dann könnte das genauso gut bedeuten, dass wir, dass auch diese Ressourcen unterwandert sind und diese Pattsituation gar nicht existiert. So why don't the machines or the aliens who created them attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Moment. Einmal nochmal hier zurück. Gut. Aber genau das ist es. Tobi hat schon richtig ausgedrückt. Okay, das ist ja interessant. Alle heben die weiße Flagge. Maschinendorf. Scheint mir fast so, als ob die nämlich doch gar nicht alle böse sind. Sehr interessant. Hi. Sehr interessant. Wisst ihr, wir haben schon so eine Art Beziehung zu euch Androiden aufgebaut. Ist das so? Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass ihr das hier zur Anemone im Widerstandslager bringen könnt. Was ist das? Das ist ein Treibstofffilter, um die sie gebeten hat. Wenn die es zu ihr bringt, sollte das Beweis genug für die friedliche Einstellung unserer Gruppe sein. In Ordnung. Okay. Sehr seltsam. Fahnschwenken macht Spaß. Ganz ruhig, wir sind nicht der Feind. Das glaube ich erst, wenn ihr mich nicht angreift. Posteingang, irgendwas Neues? Nee, schnell speichern.
Sehr interessant. Ach, Jean-Paul. Eine weiße Fahne bedeutet Kapitulation. Wir sind nicht der Feind. Ja, aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass ihr unsere Freunde seid. Aber irgendwie sind die niedlich. Moment, da ist doch irgendwas. Kommt man hier hinten irgendwie? Idee. Nee. Ist irgendwas? Eine Kiste oder irgendwie sowas? Aber, ach, so komme ich da rein. Ist ja echt zu cute hier. Aber das Dorf geht einmal im Kreis. Da oben ist noch was. Aber da kommen wir noch nicht rein. Singen die über Candies Zucker? Das klingt ein bisschen so. Hier sind noch zwei Aufträge. Fragen wir doch mal. Die Existenz geht dem Wesen voraus. Der Mensch ist nichts anderes als das, was er lebt. Außerdem... hallo? Ja, und ihr seid? Wartet, nichts sagen. Ich habe bereits geschlussfolgert. Ihr möchtet meine Aufklärung der großen Geheimnisse des Seins hören. Nun gut, lasst uns damit beginnen, das Konzept des Existenzialismus zu besprechen. Das Wesen, die Existenz sind zwei Seiten derselben Medaille. Aber was ist Existenz? Gut, dass ihr gefragt habt. Für die Antwort werde ich ein paar lange Stunden über... Das ist sinnlos. Es hat keinen Sinn, mit Jean-Paul zu sprechen. Wir haben irgendwann aufgehört, aus ihm schlau zu werden. Er gibt immer nur dieses Kauderwelsch von sich, das er Philosophie bezeichnet. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht besser mit seinen Anhängerinnen, denn sie drücken sich meist verständlich aus. Dieser Typ hat Anhängerinnen? Wohl eher Fans nehme ich an, aber ja, es gibt ein paar, die ihm abkaufen, was er sagt. Frag mich nicht, warum. Manche Leute sind einfach so drauf, schätze ich. Es gibt sogar eine Anhängerin von Jean-Paul hier im Dorf. Kennt ihr die Maschine mit dem übermalten Gesicht? Die ist es. Okay. Die hatten wir aber tatsächlich schon gesehen. Genau, da unten. Oder auch nicht. Das war eine Kiste. Was haben wir hier? Achso, das ist der Weg zurück. Okay. Nein, macht hier irgendwas Komisches. Wer bist du denn? Komischer Dude, der hier einfach so rumliegt. Ah, okay, da ist er. Hallo, dürfte ich dich etwas fragen? Kennst du zufällig eine Maschine namens Jean-Paul? Aber gewiss, Meister Jean-Paul ist ein Genie, man kann in jeder Beziehung auf ihn bauen. Sprechen wir von demselben Jean-Paul? Beim Gedanken daran, wie viel er mich lehren könnte, schrieb ich ihm einen Brief mit der Bitte, mich anzuleiten. Ihr bringt ihn doch hin, oder? Hm? Ich kann nicht zulassen, dass diese Dame aus der Wüste ihn zuerst erreicht. Oder diese Schreckenschraube aus der Vergnügungspark. Na toll, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Im Augenblick mal... Sie haben Geschlechter? Okay. Nee, Moment. Von da sind wir gekommen. Dann laufen wir doch jetzt mal den Weg hier entlang. Achso, das war
Jean-Paul. Ach, ein Brief. Eine weibliche Maschine hat uns gebeten, ihn dir zu bringen. Sie sagt, sie können zu sich auf dich verlassen und das so ziemlich alles wüsste. Ja, ja, wenn man ihr glaubt. Glaubt ihr, dass die Existenz vom Wesen vorausgeht? Hat das etwas mit dem Brief zu tun? Nein. Ja, das ist ziemlich philosophischer Kram, den er da labert. Wie oft muss ich dann noch hin und her laufen? Das hätte ja. Was hat der Meister zu meinem Brief gesagt? Er hat tatsächlich gesagt, dass er sei deine Antwort nicht wert. Ich wusste es. Ist er nicht der Größte? Ich kann gar nicht genug von ihm bekommen. Was du nicht sagst. Der. Komische Dudes. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier. Genau, wir müssen jetzt eigentlich wieder zurück. Dann wollen wir das mal, würde ich sagen. Das ist unser Weg. Aber ich frage mich, wie das hier abläuft mit dem Schnellreisen. Weil bisher haben wir noch kein Schnellreisen. Also konnten wir irgendwie noch nicht schnell reisen. Und wo kommen wir denn jetzt hier raus? Aha. Sehr interessant. Oh. Das ist ja hübsch hier. Jetzt haben wir hier so eine... Ah, okay. Dann bewegt die mal. Ja. Und nein, steht einfach wieder nur daneben und guckt zu. Okay. Wir haben jetzt hier einen Schnelldurchgang. Wenigstens etwas. Hey, Post für uns. Heul leiser, Chantal. I am definitely not the person to discuss this with. I don't think I can stand spending one more day in this bunker. You leaving would be bad for me. It would affect mission efficiency. Are you saying you need me to be? All Model B combat units require the assistance of an operator. So, to be. That's all. Closing this channel. Ernsthaft. Chantal, was soll das? Kann ja nicht sein. So, hier kriegen wir noch ein bisschen Gegenstände. Da vorne sind noch, sollten eigentlich noch mal ein paar Gegner stehen, wenn mich nicht alles. Ja, doch, drei Stück sehe ich hier. Und... Njau. So. Da ist noch einer. Piu, 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 piu. Laser. Ausgezeichnet. Wunderschön. Und direkt geradeaus. Ist die Gruppe des Widerstands. Und ich finde das echt cute mit diesen kleinen Robotis. Dass die irgendwie so ihren eigenen, ihr eigenes Spielparadies, ihr eigenes Dorf gebaut haben. Herrlich. Irgendwie voll cool. So, aber bevor wir die große Quest abgeben, oder die Main Quest abgeben, liefern wir nochmal die kleine hier ab.
Also die eine Sidequest. Aus dem Weg, ich bin wichtig. Und zwar war das, glaube ich, die hier oben. Wait. Hallo. Entschuldige. Ist das die Musikdose, nach der du gesucht hast? Sie ist es. Wo habt ihr sie gefunden? Oh, im Vergnügungspark neben der Leiche einer Androidin. War das vielleicht ihr Besitzer? Oh. War sie? Hm. Die ist ziemlich rostig, aber mit etwas Geschick sollte man sie zum Spielen bringen können. Natürlich. Danke, dass ihr sie mir gebracht habt. Jetzt kann ich mich endlich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Ach, und von jetzt an seid ihr beiden hier jederzeit sehr willkommen. Wunderbar. Ah, perfekt. Jetzt haben wir auch den Weg hier. Das ist ausgezeichnet, weil irgendwie ist ja noch hier eine kleine Erweiterung erhalten. Was bringt denn die kleine Erweiterung? Gegenstände? Erweiterungsgegenstände. Stromsalbe. Kleine Erweiterung. Ah, das Wanken durch Angriffe wird für 15 Sekunden verhindert. Okay. Sehr schön. Steh mal nicht im Weg rum. Ich will hier noch Sachen machen. Rechts klar, links klar. Gut, auch keine Vorkommnisse zu melden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier noch irgendwo weiterkommen. Als nur hier durch. Ach komm. Was haben wir hier? Hier, sieh mal, in der Säule ist was eingeritzt. Drei Zahlen. Ob das wohl Koordinaten sind? Ein Zielpunkt vielleicht oder ein Versteck? Schwer zu sagen, ich gebe sie einfach mal in die Karte ein. Super. Das liefert doch mal ein bisschen Information. Weil wir haben hier noch eine offene Quest, die wir noch nicht beendet haben. Aber jetzt haben wir zumindest einen Anhaltspunkt dafür. Das freut mich doch sehr. So. Oh, da hinten haben wir einen Gegenstand. Nahabwehr. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich kommen hier immer wieder gelegentlich mal irgendwelche Gegenstände. Und neue Kisten oder so, die wir schon geöffnet haben, werden auf einmal wieder befüllt. Seht ihr mal neue Gegenstände. Vielleicht waren die auch schon vorher da, ich weiß es nicht. So, und zurück. Moment. Okay. Zurück in diese Bude. Tja, ich gebe nach. Wir brechen gleich wieder auf, sobald du dich etwas ausgeruht hast. Ja, ja. Wunderbar. Pausieren. Hui. Und natürlich auch das Spiel speichern. Spiel fortsetzen. Und an dieser Stelle sage ich, nein, wir machen hier Cut. Ende. Schluss für heute. Und sehen uns dann bald wieder bei Let's Play Nier Automata. Bis bald.